Hallo, wir sind heute bei HBU Kontor im Posthof und fahren heute die erste Sightseeing-Tour auf Segway. Man hält die Maschine waagrecht zur Erde, so wie ich es hier tue. Man hält sich mit einer Hand wie an einem Fahrradlenker fest, setzt einen Fuß auf die Trittfläche, irgendwo eine Markierung sich abzeichnet, die zweite Hand wie beim Fahrrad an den Lenker und zieht sich einfach zügig hoch. Bewegen tut man sich, indem man das Gewicht nach vorne bringt, sich nach vorne beugt, dann rollt man vorwärts. Es gibt keine Bremse, es gibt keinen Gas, es knattert nichts. Man bremst, indem man einfach wieder Gewicht nach hinten bringt, sich nach hinten lehnt. Kommt man mit den oder über den gedachten Mittelpunkt mit seinem Körpergewicht, rollt man rückwärts. Modell, das hat hier links ein Drehrad, links herum, rechts herum. Wenn man das langsam macht, kann man einen Millimeter genau auf einer Briefmarke arrangieren. Und macht Spaß? Auf jeden Fall. Macht total Bock auf den Dingern hier. Bist du schon fit? Kannst du schon alle Tricks? Naja, alle Tricks weiß ich nicht, aber ich denke mal, es geht schon ganz gut. Super. Stehen? Ja, geht ohne Probleme, also eine Eingewöhnungs... Ohne, dass man hinfällt, oder? Das ist das Tolle an dem Gerät. 100 Mal pro Sekunde misst er sozusagen, wie ich mich verhalte. Ach so, das Gleichgewicht? Genau. Kennst du die Dinger schon? Nee! Deswegen bin ich auch so begeistert. Die sind echt cool. Ja!